Hallihallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und somit einen schönen Start ins Wochenende. Ich habe ein Mega-Paket erhalten von Mr. Mousepad und ich sage euch, oh mein Gott, Einhorn. Einhorn-Alarm, Einhorn, Einhorn. Ich bin wie viele andere auch im Einhornfieber und ich würde euch gerne zeigen, was da Schönes drin ist. Oh mein Gott. Ich habe ja schon einen Blick reingeworfen und ich sage euch, oh mein Gott. Wir haben hier zuallererst einmal dieses ultra süße Mauspad. Wie süß ist das denn? Absolut obersüß. Das kommt auf jeden Fall natürlich auf meinen Schreibtisch. Total bezaubernd. Ich liebe Einhörner. Oh mein Gott. So, das wäre dieses. Dann geht's weiter. Schaut euch das an. Ich meine, wie süß ist das denn? Und zwar sind das Untersetzer. Die sehen so aus. Und die kommen natürlich auch hier auf meinen Tisch. Das sind so Kork-Untersetzer. Mit einem obersüßen Einhorn. Oh mein Gott. Die Sachen sind einfach so niedlich. Dann habe ich hier eine Tasse. Oh mein Gott, meine allererste Einhorntasse. Aber ja, lasst euch überraschen. Ich kriege demnächst noch ein paar Einhornsachen und die werde ich euch zeigen. Ich werde auch Fotos posten auf Instagram, da könnt ihr gerne gucken. Also wer auch im Einhornfieber ist. Schaut mal, oh wie süß. Passt natürlich perfekt zu dem Untersetzer. Total geil. Und ich sage euch, jetzt kommt der Oberkracher. Und zwar habe ich hier einen Lautsprecher. Ja, so einen Speaker auch über Bluetooth. Ich kann es immer nicht aussprechen. Bluetooth. Und das ist ja mal obersüß. So sieht das aus. Ich meine, wie süß ist das denn? Und zwar läuft das Ganze über Bluetooth. Wir können das Ganze mit dem Handy verbinden. Wie gesagt, über Bluetooth und Musik hören. Aber wir haben hier auch ein Audio-USB-Kabel bei. Das heißt, wir können, ich zeige euch das mal eben. Wo ist denn das Kabel? Das ist hier drin. Wir können das Ganze natürlich auch anschließen, so dass wir ja zum Beispiel an Laptop so. So kann man das anmachen. Bluetooth Mode. Also es ist echt cool, ich habe es auch schon ausprobiert und das klingt ganz cool. Ich werde mir das wahrscheinlich in die Küche stellen. Hier haben wir sogar ein Kartenslot. Ist das ein Kartenslot? Ich habe mir das auch nicht genauer angeschaut. Aber ja, das müsste ein Kartenslot sein. Ja. Richtig. Cool, hier haben wir den anderen Modus, wenn wir das Ganze halt einfach, wenn wir das Ganze halt einfach zum Beispiel an unser Lappy schließen. Das heißt, upsa, wir stöpseln das Ganze hier an und haben dann hier die Möglichkeit, ja, zum Beispiel das Ganze an den Laptop zu hauen oder an den MP3-Player.
an den PC, also alles, wo wir hier eben eine Audiobuchse haben sozusagen. Ja, ist schon eine ganz coole Sache. Gefällt mir total gut. Das werde ich mir in die Küche stellen. Also total süß. So. Weiter geht's mit einer Powerbank und ich meine, wie cool ist die denn? Zeig euch die mal eben. Aber ihr seht die auch so ganz gut. Die ist auch richtig schön leicht und schmal, also dünn. Also perfekt für unterwegs. Richtig schön schmal. Die werde ich mir dann immer mitnehmen. Ich finde die richtig, richtig cool, weil wie gesagt, die ist schön handlich, die ist leicht. Ich habe eine Powerbank, die ist total schwer. Da habe ich gar keine Lust, die irgendwie mitzunehmen. Ja, voll niedlich und natürlich mit Einhorn. Diese Powerbank hat 2200 mAh. Ja, ihr seht, die ist schön schmal. Und echt schön leicht. Mega, mega toll. Da freue ich mich drauf. Die werde ich nachher schön aufladen. Natürlich auch mal hier noch ein Kabel bei. Um die Powerbank natürlich aufzuladen. Ich finde die so süß. Es ist ja Wahnsinn, was es alles gibt mit Einhörnern. Oh mein Gott. Ich bin echt total im Einhornfieber. Zuerst war das gar nicht so, oh nee, ich kaufe mir nicht alles und naja, und jetzt ist es ja schon ziemlich verrückt. So. Und wir haben hier noch eine Powerbank oder Powerbank. Diese Powerbank hat etwas mehr, die hat 3000 mAh und ist auch schön leicht und klein und schmal. Die ist ein bisschen dicker allerdings, ne? Die ist ja hier dünner. Na, dafür ist die halt kleiner. Ich finde beide total toll und ich werde beide auf jeden Fall aufladen und immer bei haben. Ne? Die ist, wie gesagt, auch hier ein bisschen dicker. Aber die hat ein bisschen mehr Power, sage ich mal. Die hat 3000 mAh, die hat 2200. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sieht so aus. Ja, einfach ultra süß. Wir haben hier sogar so eine Trageschlaufe bei. Total genial. Und die ist echt super, super handlich und leicht. Oh, ich freue mich total. Mega, mega schön. Ich werde euch den Link zu Amazon und den Link zum eBay-Shop von Mr. Maus auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Schaut einfach mal rein. Obersüße Sachen, ihr seht das ja. Ich freue mich total. Wirklich wunderschöne Sachen. Ich freue mich wie ein Kleinkind. Also ich bin da ja teilweise auch wie ein Kleinkind. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Mr. Maus. Wie gesagt, die Links zu den jeweiligen Shops auf Amazon und zu eBay werde ich euch in die Infobox verlinken. Vielleicht habt ihr ja Interesse. Ich finde zum Beispiel auch diesen Lautsprecher ultra süß für Einhornfans. Die finde ich generell sehr praktisch. Man kann die mitnehmen, wenn man mal draußen sitzt, mal schnell über Handy Musik hören. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Oder mit ins Schlafzimmer nehmen, wenn man abends im Bettchen irgendwie noch ein Hörbuch über Handy hören möchte. Ich finde es sehr, sehr praktisch. Klingt allemal besser als der Lautsprecher über Handy. Und also viel besser auf jeden Fall. Super schön. Ich freue mich. Und ja, demnächst werde ich euch noch ein paar Einhorn-Sachen zeigen. Wie gesagt, ich bin total im Einhornwahn. Und ja, da kommen noch ein paar Sachen bei mir an. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. Ah, Moment. Ich überlege gerade, ob das machbar ist. Ich wollte euch die Box mal eben vorführen. Ich muss mal schauen, denn da muss ich mein anderes. Genau, das werde ich schnell mal machen für euch. Dann ja, werde ich euch noch mal zeigen, wie die Box klingt. So, dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Ich werde den
Bluetooth-Modus starten oder Bluetooth, wie man es auch immer sagt. Bluetooth Mode. Dann werde ich das Ganze jetzt natürlich auch am Handy aktivieren. Wir machen auf dem Handy Bluetooth an und dann werde ich mal das Gerät suchen. Da haben wir das Gerät, BT Speaker. So, das Handy ist jetzt mit dem Speaker verbunden und jetzt schaue ich mal, was ich für Musik anmache, denn ihr wisst ja, Richtlinien eBay und Quatsch, eBay, YouTube, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, ich schmeiße jetzt mal ein Lied an aus meinem Videobearbeitungsprogramm, das weiß ich, ist GEMA-frei. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen und zwar so. Die Lautstärke selbst können wir ja über das Handy steuern. Jetzt ist leise. Machen wir mal ein bisschen lauter. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Kleine Teil und wir haben ein Einhorn drauf. So, das war eine kleine Vorführung der süßen Box. Ich finde die echt, echt cool. Einfach auch von der Optik, von der Aufmachung. Total cool. Also mega, mega geil. Ich bin echt begeistert. Und ja, wie gesagt, die Links werde ich euch in die Infobox hauen. Schaut gerne mal rein. Und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bye.